Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, eigentlich bleibt mir auch nur noch den Hochschulstädten, die dann nach diesem Antrag hier heute diesen Titel tragen dürfen, Gera und Eisenach, alles Gute zu wünschen. Aber wenn man nach Herrn Brandner redet, bleibt es einem leider immer auch übrig, dass man dazu was sagt. Herr Brandner, Sie nutzen ja wirklich jede Gelegenheit, um zu beweisen und zu zeigen, dass Sie mit demokratischen Abstimmungsprozessen hadern. Es ist ein völlig normaler Vorgang, dass ein Antrag von Stadträten geprüft wird, dass es eine Ressortabstimmung gibt, dass es dann ins Kabinett geht. Ich weiß, das fällt Ihnen schwer. Da müssen Sie sich mit anderen Leuten verständigen, da müssen Sie Kompromisse eingehen, da müssen Sie sachlich kommunizieren. Und Sie beweisen ja immer wieder, dass Sie das nicht können. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte auch noch mal darauf hinweisen, dass übrigens die einzige Fraktion im Thüringer Landtag, die ein Problem mit der dualen Hochschule hatte und mit der Einrichtung der dualen Hochschule, die AfD-Fraktion war. Herr Brandner, Sie haben ja auch in Ihrer Pressemitteilung wieder bewiesen, dass Sie eigentlich die duale Hochschule ja ziemlich doof finden. Das haben Sie dort durch die Blume wieder gucken lassen. Es gibt ansonsten hier vier Fraktionen, die das sehr gut finden, die auch daran mitgearbeitet haben, diese duale Hochschule einzurichten. Sie gehören nicht dazu, dass Sie sich jetzt hier echauffieren an dieser Stelle. Hat nichts mit sachlicher und sachbezogener Arbeit im Sinne der Städte Gera, Eisenach zu tun und hat auch nichts im Sinne der dualen Hochschule hier zu tun, sondern ist schlicht und ergreifend Polemik und Populismus, den Sie betreiben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, im Namen der Grünen Fraktion freue ich mich, dass wir den Prozess der dualen Hochschule heute hier mit dem Antrag der Landesregierung abschließen werden, dass die Städte Gera und Eisenach auch sich als Hochschulstädte bezeichnen können. Ich glaube, das ist sehr wichtig, sehr richtig. Die duale Hochschule ist in der Wissenschaftslandschaft in Thüringen ein ganz wichtiger Partner und ein ganz wichtiger Part. Und ich glaube, dass wir damit eine gute Erweiterung getroffen haben in Thüringen und die Wissenschaftslandschaft bereichert haben. Und von daher ist das heute ein, glaube ich, guter Abschluss. Und ich wünsche den beiden Städten damit sehr viel Erfolg. Vielen Dank.